Wo waren wir heute eigentlich? Ja, so in Amsterdam. Amsterdam City war heute auf dem Plan. Was man bestimmt daran sehen kann, dass wir gerade Fla aus unseren Hotel-Kaffeetassen trinken, ja. Löffeln. Den guten Double Fla. Vanille-Karamell. Hol mal grad. Ja. Tada. Das ist nämlich double so lecker. Und auch Elke Dach lecker. Ja. Also doppelt so lecker und auch jeden Tag lecker, weil die andere Fla ist nicht jeden Tag lecker, die ist nur jeden zweiten Tag oder so. Jedenfalls wir haben Fla und ihr nicht. Ja, hate. Jedenfalls, ja, waren wir da heute ein bisschen unterwegs und haben nicht viel gemacht. Nö, und dann gab es auch so ein paar Strapazen auf unserer Reise heute, die man quasi als, naja, sagen wir als Generalprobe für die nächsten Trips sehen kann. Und ich denke, wir haben heute viel gelernt, viel gesehen auf unserer Reise, viel Lustiges gesehen. Wir haben super schöne neue Sonnenbrillen. Weil wir haben ja auch erst 100 oder so. Er hat sie mir nachgekauft. Laber nicht. Dein ist hässlich grün. Ich mag grün. Ich mag zwar auch rot, aber... Rot ist viel cooler. Wir bereiten uns schon mal auf die sengende Sonne in Japan vor, die noch ein bisschen auf sich warten lässt, glaube ich, aber... Naja, aber hey, am Sonntag soll es immerhin schon 19 Grad sein. Ja. In Hiroshima schon 22 Grad, ne Corinna? Ja. In jedem Video wird jetzt so heimlich immer die Corinna mit erwähnt. Das war jetzt ja sehr heimlich. Ja, heimlich. Corinna. Habe ich deinen Corinna gehört? Ein neues Pokémon? Ja, Corinna. Ich glaube, es ist ein sehr kleines, niedliches, aber gemeines Pokémon. Corinna! Ja, morgen geht's los, liebe Freunde. Krasser Scheiß, ey. Wir sind eigentlich nicht aufgeregt, oder? Also ich bin nicht aufgeregt. Irgendwie wird schon alles irgendwie schief gehen. Ich meine, wir haben jetzt schon zu viel Gepäck. Könnte ein bisschen kritisch werden, aber hey, mein Gott, er hat's ja. Ja, genau, das entwickelt sich zum Running Gag. Ich bin der Reichste hier. Ja, ich bin. Nein, hab ich überhaupt kein Geld mehr. Ich muss überhaupt sehen, wie ich über die Runden komme. Aber ich bin der arme kleine Student. Wir werden sehen, was ich dafür in Japan muss wahrscheinlich arbeiten gehen oder so. Auf dem Reisfeld. Im Reisfeld, ja. Ein bisschen Reis. Frösche erschlagen. Wir haben ja nichts gegen Frösche, aber es ist so, ich bin gespannt. Letztes Mal, als ich da war, gab es Milliarden von Fröschen, die nachts gequakt haben und einem das Leben zur Hölle gemacht haben. Ah, ich bin schon gespannt. Das Leben zur Hölle, sage ich. Hölle. Aber vielleicht haben wir Glück und die sind alle noch so im Winterschlaf, wenn wir da ankommen. Ich hoffe es. Sonst gehe ich irgendwann wirklich darunter und erschlage jeden einzelnen von ihnen. Jeden einzelnen? Mit einer Schaufel. So eine Schaufel. Sie wird riesig sein, damit er direkt 10 auf einmal erschlagen kann. Naja, jedenfalls, gucken mal, was jetzt der Tag morgen bringt. Wir sind zwischendurch in Helsinki, da werden wir natürlich auch mal uns eben umgucken. Sofern wir Zeit haben. Die Kamera wird natürlich unser ständiger Begleiter sein. Wir wollen euch ja nichts vorenthalten. Genau, wir nehmen sie auch mit auf Klo zur Not. Nein, ich glaube nicht. Das Lustige ist, wir haben wie viel Übergangszeit? Ich glaube 2,5 Stunden. Ja, in Helsinki. Fanta. Ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht, aber ich glaube schon. Ich glaube, der Flughafen heißt wirklich so. Der Flughafen heißt Helsinki. Fanta. Ja. Und bisschen was vom Land der untergehenden Sonne. Helsinki. Ja, jedenfalls, ich glaube... Ich weiß nicht, ob wir noch was mitbringen können, ein Souvenir aus Helsinki. Wir werden es versuchen, eine Sauna oder sowas. Irgendwas typisch Finnisches. Ein Skispringer vielleicht. Ja. Oder sowas. Ja. Fanta vielleicht. Ja. Flasche Fanta. Gucken wir mal, ja, was es da so gibt. Wenn wir uns vielleicht auch mal aus dem Flugzeug melden, wird bestimmt ganz lustig, wenn ich dann da ungefähr so sitze. So, Krugen. Nein, ich habe keine Flugangst, wenn das jetzt so rüber kann. Weiß nicht, notfalls müssen wir halt den gesamten Vorrat an Sekt-Piccolos aufbrauchen für ihn. Dann schläft man auch ruhig.
Bin ich für. Ja, ja. Sekt ist immer gut. Sind ja auch nur 9 Stunden Flug. Sorgt auch gleich dann für die entspannte Stimmung bei den Gasteltern, ja, die erstmal so aus Tatami gebrochen wird. Nach Hause kommen. Ja. Ja. Auf jeden Fall, schaut euch mal unseren Blödsinn an, den wir in Amsterdam gemacht haben. Ist wirklich nicht viel. Wir waren ziemlich müde. Ja, und wir sehen uns wahrscheinlich morgen aus Fanta, aus Helsinki. Ja. Vielleicht auch vom Amsterdamer Flughafen, weil da haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Ich meine, um 9 Uhr wird das Zimmer hier geräumt, dann kommt der Bus und bringt uns zum Flughafen. Und dann sehen wir ja mal, was uns da so erwartet mit unseren 30.000 Kilo Übergepäck. Von daher, wir sind erstmal raus bis die Tage. Peace out. Macht's gut.